Dieser Jesus ist einmal in diese Welt gekommen, da hat er sich in diesen Drecksstall in Bethlehem legen lassen, wo die Viecher mit ihren Zungen durchgehen. So ist der König aller Könige gekommen. Und die Bibel warnt, Johannes der Täufer, der sagt, wer macht euch denn gewiss, ihr Schlangenbrut, dass ihr dem künftigen Zorn Gottes entrinnen werdet? Jesus, dann sagen die Leute, ja, aber Jesus war doch nicht zornig. Ich sage, Leute, lest die Bibel und glaubt nicht irgendwelchem Dreck, den euch irgendwelche Leute erzählt haben oder ihr euch selber ausmalt oder wo ihr in irgendwelchen Hollywood-Klischee-Filmen guckt. Auch Jesus ist zornig gewesen. Markus 3,5, da heißt es, da blickte er herum, da sind die Pharisäer und da heilt er einen, der eine verkrümmte Hand hat, nicht? Und er blickte sie an mit Zorn, als Jesus in den Tempel kommt. Da geht er auch nicht und sagt, wir müssen jetzt mal eine Diskussionsrunde gründen, so wie bei der EKD. Wir sind hier unterschiedlicher Meinung, wie man damit umzugehen hat. In meinem Haus, in dem die Ehre des Vaters sohn will, wo ihr nur ein Geldgeschäft rausgemacht habt, wisst ihr, was Jesus macht? Der macht sich eine Geißel, der prügelt die raus, der tritt die Tische um. Ich frage mich manchmal, was macht denn der Heiland, wenn der eines Tages nach Hannover bei uns in die EKD kommt? Das ist nämlich auch so ein Verein, der tanzt nur noch ums goldene Kalb rum. Da geht es um die Kohle. Jesus verflucht Städte, Bethsaida, Kapernaum, Korallee, sind alle auch nicht mehr da. Nehmen Sie das Wort nicht an, da verflucht Jesus sie. Und wenn die Leute dann sagen, Jesus war nicht zornig, ich sage, Leute, lest die Bibel, Offenbarung 6, ich lese euch da 3 Verse vor. Wie es werden wird, die Könige auf Erden, die Großen und die Obersten und Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, jetzt kommt es, und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zornes, wer kann bestehen? Dass der Zorn des Lammes Gottes, und das Lamm Gottes ist Jesus Christus, und da werden die Menschen dereinst in die Felsklüfte gehen und sagen, ihr Berge, erschlagt uns, weil das gnädiger ist als das, was der Zorn des Lammes ist. Nochmal, du begegnest Jesus entweder als Richter oder als Anwalt. Dieser Jesus ist einmal in diese Welt gekommen, da hat er sich in diesen Drecksstall in Bethlehem legen lassen, wo die Viecher mit ihren Zungen durchgehen. So ist der König aller Könige gekommen. Und da hat er sich von diesem Drecksmenschengeschlecht und auch von mir ans Kreuz an Golgatha nageln lassen. Da war er hilf- und wehrlos. Da hat sich Gott aller Macht entäußert, so sehr aus lauter Liebe. Aber wenn er das nächste Mal wiederkommen wird, da legt er sich nicht in irgendeine Krippe, sondern da sammelt er das ganze Universum an. Wir haben gestern gesprochen über 17 Milliarden Galaxien, die es gibt. Mit einem Wort beendet unser Herr und Heiland diese Welt. Und dann heilt er das Gericht. Und dann wird Folgendes passieren. Alle müssen kommen aus den Gräbern. Alle, die gelästert haben, alle, die Schlechtes getan haben. Und sie müssen niederknien vor diesem Jesus Christus, vor seinem heiligen und ewigen Jesusnamen. Und wohl den Menschen, die das jetzt schon getan haben, die das eines Tages nicht machen müssen, weil sie gar nichts mehr anders können. Und die dann Angst und Schrecken haben werden, weil der Zorn dieses Gottes in Jesus Christus dann über sie kommt. Ich will niemanden reinprügeln. Ich will Leute davor bewahren, in die Hölle zu kommen. Das ist ein furchtbarer Ort. Und da werde ich lieber ein bisschen drastischer und lauter, damit die Leute das verstehen. In der Bibel steht über die Propheten, über die Pastoren, da sagt zu Hesekiel, der lebendige Gott, wenn du den Leuten das genau sagst, was ich dir sage, und sie sich nicht bekehren, ist das alles in Ordnung. Aber wenn du meinst, mein Wort abschwächen zu müssen, dann werde ich das Blut dieser Leute, weil du ihnen nicht die Wahrheit gesagt hast, von deinen Händen fordern. Wisst ihr, mir ist das vollkommen egal, ob die Leute mich aus dem Verkündigungssaal rausbuhen, ist mir auch schon passiert, halt nicht. Ob die spucken, ob da irgendwelche Kollegen auch schon passiert, in Bremen, da mit 80 Pastoren stehen, Latzel ist ein Hetzer und sonst was, ist mir vollkommen egal. Mir ist auch egal, wenn die Leute auf und sagen, oh Mensch, Pastor Latzel, was für ein toller Verkündiger. Interessiert mich alles nicht. Ich will nur so verkündigen, wie es hier in der Schrift steht. Ich bin Diener Jesu Christi. Ich höre auf meinen Herrn, der Rest ist mir egal. Ob die Leute klatschen oder Buh rufen, interessiert mich nicht. Aber ich weiß eins, dass die Hölle ein furchtbarer Ort ist. Und deshalb warne ich davor, warne ich ausdrücklich davor. Und ich kann euch nur warnen, wenn ihr nicht wiedergeboren seid, wenn ihr nicht Jesus Christus als Herrn eures Lebens habt, dann geht ihr verloren für Zeit und Ewigkeit. Ob ihr das glaubt oder nicht jetzt in diesem Moment, auch das ist mir, ich sag mal, da bin ich auch lieblos und herzlos, ist mir vollkommen egal. Ich richte das Wort in dieser Klarheit aus. Und du musst mit einem rechnen. Wenn du das ablehnst und sagst, naja, ich bin heute Abend vielleicht gekommen, weil mein Arbeitskollege mich eingeladen hat, der hat mich halb genötigt, Mann, und dann hat mich dieser Latzel da angepredigt, dieser Bremer Schreier, meine Güte halt nicht, also war ja furchtbar. Bitte glaub mir eins, wenn du in der Ablehnung Jesu verharrst,
wird Folgendes unter Umständen passieren, dass du eines Tages vor einem lebendigen Gott stehst und er wird dir sagen, wo er dich gerufen hat in deinem Leben. Das ist etwas Entscheidendes. Wenn jemand weiß, um ein Unglück, was kommt, und das anderen verschweigt, dann macht er sich schuldig. Da erzählen mir Leute, ich soll darüber schweigen, dass es einen ewigen Tod, eine ewige Verdammnis gibt. Bitte. Auch wenn ihr sagt, Mensch, so hart habe ich ja das noch nie gehört. Das ist ja aber anders als unser Pfarrer, der sonst rum. Glaubt mir bitte, nicht jeder, der den schwarzen Talar trägt in Deutschland, ist gläubig. Ganz viele von den Pfarrern glauben nicht mehr, was darin steht. Bitte, das, was ich euch erzähle, steht hier drin. Das ist alles genau hier belegbar. Es gibt eine Möglichkeit, vom Zorn Gottes wegzukommen. Weg davon, dass man ewige Verdammnis nach dem Totenreich bekommt. Weg, dass man unter dem Zorn Gottes bleibt, indem man zu Jesus findet.